Und damit willkommen zurück zu Ruins and Riches. Ja, Lord Apokalypse, der Illustre, ist immer noch hier im sogenannten Dämonenreich, in der geheimen Zuflucht des UO-Universums, mehr oder weniger. Ja, ich nehme es hier gleich im Anschluss auf, denn ist halt einfach so. Ich kann es mir leisten. Ja, der Punkt ist, ich habe nochmal nachgeschaut, zwei Sachen. Ja, ein bisschen die ganzen Dateien so ein bisschen durchforstet, heimlich. Ja, was müssen wir machen? Keine Ahnung. Irgendwie sind wir im Dämonenreich und da müssen wir jetzt alle abknallen. Und müssen wahrscheinlich dann in den wieder einen Dämon töten? Ich habe keine Ahnung. Und wir haben das hier zum Drachentöter gemacht. Unsere neue super krasse... Ne, die ist nicht neu. Die ist alt, aber ist jetzt ein Dragon Slayer. Also Drachen werden jetzt per... Naja, per Bolzen entfernt. Bolzenschussgerät. Und die super krassen Erzmagier, hier Ringmail, Ringrüstungshandschuhe, mein Gott. Das haben wir bekommen als Geschenk, wie es da steht, von Kylearan, klar. Und haben wir ein bisschen aufgemotzt auf Schwing Speed Increase of 19. Also wir sind jetzt super schnell. Ach ja, ich könnte mal eine Stulle könnte ich vertragen. Und noch einen Schluck Milch hinterher. Fast perfekt. Ja, die Milch. Ihr macht's, aber... Jawohl, die macht's bis über 20. Das ist doch nicht schlecht. Naja, das sind auf jeden Fall gute Werte. Ne? Swing Speed 2 Sekunden mit der Armbrust, die normalerweise in 5 Sekunden, im 5 Sekunden Takt schießt. Na, das Ding selber 25, dann mal 15 drauf. Tja, das ist mal bei... Komisch, wäre es bei 40. Haben wir noch anderes Zeug an, das wir euch dann nochmal erhöht. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist alles soweit super. Und es geht weiter zum... lustigen Dämonenschlachten und alles mögliche, was hier noch rumkreucht und fleucht. Ja, es gibt anscheinend doch Potion Cakes, habe ich gesehen. The cake is half full, the cake is almost empty und so weiter. Das gibt's also doch. Danach habe ich mal geschaut. Das mit dem Vergiften, da muss ich nochmal ran. Ich habe gesehen, dass die Sichel, die heißt gar nicht Sichel, sondern Bone Harvester oder irgendwie sowas. Ach Gott, Dämon Lord. Jetzt wird's ungünstig. Ne, wird's nicht. Das wird eher lustig. Ein Greater Demon hatten wir schon. Das ist der Dämonen Lord. Ja, okay. Der kleine Lord. Hat keine Chance. Na gut. Das bleibt hier. Ja gut, ein Aschebogen. Das bleibt natürlich auch hier. Da befassen wir uns gar nicht damit. Oh, Neptorit. Die ist bestimmt super krass. Verschlossen. Himmel, Arschenzwirn. Nee, ist sie nicht. Aber sie ist randvoll mit Zeug. Ja, hat jetzt natürlich noch keine Zeit, hier die Sachen zu verändern. Die hier komischen, wie heißen sie? Naja, die Werte, die Materialien, die Ressourcen, wie auch immer. Aber das kommt noch. Das verspreche ich. Oh, ich habe Müll eingesammelt. Was habe ich jetzt eingesackt? Ah, oh, wenn man nicht genau aufpasst, passt, ne? Der Apo, der schnappt sich wieder irgendwas... Bloß nicht das, was er soll. Naja. Ja, sauber. Summon Water Elemental. Oh. Aber das ist mir leider viel... Obwohl. Summon Water Elemental. Hm. Ach Gott, ich hätte mir... Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hätte mir vielleicht mal so einen komischen... So einen Henchman hier mitnehmen sollen. So einen Hansmann. Franzmann am besten aber nicht. Das gibt nämlich nicht nur Krieger, sondern auch Bogenschützen und Zauberer. Die man sich da einkaufen kann. Kostet nur 5000 Mark. Und dann läuft man hier im Team durch die Gegend. Und die können auch nicht weggezaubert werden. Dalkopper, ja, komm, nimm was mit. Solange wir es noch tragen können. Leider ist unser Bankfach hier wieder voll. Der Standards. Langsam wird es hier kritisch. Achso, die natürlich auch hier wieder die guten Stücke rausschneiden aus dem Dämon. Bei uns kommt nichts weg. Ja? Badewasser wird auch doppelt verwendet. Hervorragend. Kann man wieder spülen damit. Ist das nicht toll? So kann man sparen. Wird ja immer wichtiger. Let this be your final battle. Ja, mit dir. Mit dir war es das schon wieder. Weil viel mehr ist da nicht drin. Viel mehr Kampf. Oh. Lecker. Lecker. Die Milch. Ah, fast leer. Wir müssen mal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Ich nehme sie mal mit. Hier gibt es ja was zu naschen. Hervorragend. Gut, dass hier auch
ganz normale Männlein rumlaufen. Da kann man sich nämlich immer wieder schön die, naja, die Ressourcen hier, die Nahrungsmittel wieder auffüllen, weil die haben immer was dabei. Gut, oder fast zumindest. Goldene Eiche. Und ist es drin? Weiß man nicht. Ist nämlich verschlossen. Ich sag mal, wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich... Wollte schon sagen. Oh, sauber. Eine seltsame Vase für 40 Steinchen für Geschmeidige. Runenmagie, ja. Kennen wir schon. Und Garamon. Das kennen wir ja alles. Ich brauche aber immer noch diesen Runensack. Das hier bringt mir nichts. Ich wette, ich bin in der falschen Welt dafür. Ist egal. Mal gucken, vielleicht... Ja, billiger Heiltrank. Ja, okay. Das schmeckt ihm wohl nicht, was? Ist immer wählerisch, ja? Komm, den Bölkstoff legen wir zurück. Wir haben jetzt keine Zeit für so einen Quatsch. Das ist ja alles zerfoltert. Unangenehm. So, 4-4-4-4. Gewinnt. Wie kommen wir denn da hoch? Ach, da ist die Tür. Okay. Ogre. Hör mich nicht voll. Ja, aber zumindest bei den Waffen selbst habe ich nicht gesehen, dass man da irgendwie was eingeben könnte. Von wegen, ja, weiß ich nicht. Sei bitte vergiftbar oder sowas. Muss ich wahrscheinlich wieder irgendwelche Settings raussuchen, irgendwelche Sachen, auf die sich halt alles beruft. 12 auf. Was war das? 12 auf. Item-ID. Oh, Item-ID plus 12. Das ist nicht schlecht. Sehr, sehr gut sogar. Kann man sich auch so ein Item-ID-Pack zusammenstellen, dass das immer gelingt. Hallo? Achso, das ist ein Wehrding. Jetzt werde ich nicht. Ist ja gleich vorbei. Ich muss mal so ein... Ja, so ein Lichttrank, Nachtsichttrank müsste ich mal finden. Da könnte man nämlich hier das Licht hochdrehen. Ne, ich mache das ohne. Ohne mache ich das hier nicht. Oh Gott. Brimstone, keine Ahnung, ob das was taugt. Halt, ein Buch. Oh, der Dämonensplitter. Was ist das denn? Von Vanessa, der Zauberöse. For centuries, warlocks would often tempt demons to visit the realm and trap them within pentagrams of immense power. Yeah. The goal was simple. Enslave a demon to do the bidding of the warlock. In order to transport these demons from the pentagrams, they would have to trap them within shards of Avernium crystal. Also hier Dämonenbeschwörung im Pentagramm festhalten und so weiter. Und die mussten die hier im... in diesem Avernium-Kristall mussten sie festtackern. Moment. So. Festtackern, genau. Ancient Wizards would sometimes have these shards, but they are either long dead or join the ranks of the dead. Also Liche, wahrscheinlich. I found such a crystal, and I hope to learn the secrets of Short. Aha. I learned that if I can free the demon, they would owe me a life debt for their freedom and would accompany me without restraint. Also wenn er sie befreit, wie an der Lampe reiben, dann müssen sie ihm folgen, schulden ihm oder sowas, sind ihm das, die Freiheit schuldig, leben, wie auch immer. I know I have to find some Shard of Power in order to melt them with the crystal and would thus shatter. Also Shards of Power müssen wir finden. Die werden dann mit dem Kristall vereint und dann zersplittert's. Und damit befreit er die dann wahrscheinlich. Die Gefangenen, was auch immer. Weil die sind alle schon längst tot. Ah, finden wir schon. I will consult the sages to learn the location of these other shards, but I need to know what type of demon I'm dealing with. I found an ancient scroll that gives me a clue. If I can make it to the Isle of Dread and commandeer a ship, I can sail to the island where the Blood Temple lies. Aha. Ein Bluttempel auf den Inseln der Isles of Dread. Da wäre auch eine Karte, glaube ich, davon.
Da können wir den fliegenden bzw. schwimmenden Teppich können wir dann dafür benutzen in der Welt. Aber brauchen wir auch für Lodoria. Ja. Ich werde wahrscheinlich auch, wenn das hier langsam mal in die Gänge kommt, wenn wir das noch schaffen, dann plane ich auf jeden Fall für Folge 100. Da geht dann, wenn wir uns die Welt angucken. Das hier ist 97, 8, 9, ja, noch drei Folgen. Ich hoffe mal, dass wir bis dahin dann hier fertig sind. Dass wir nicht irgendwie bis über 100 immer noch in Scarabrae festgetackert sind. Das wäre nämlich ein bisschen Stuhl. Also entweder ist das eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, dass man mal was ganz anderes macht in dem Universum sozusagen. Da bin ich immer gespannt, dass man quasi ab oder nach Hause schickt. Oder so, ne? Und dann quasi was Neues nimmt oder irgendwas in der Richtung. Weiß ich noch nicht, aber irgendwas Neues vielleicht mal. Mal gucken. Genau, auf der Insel auf jeden Fall. Bluttempel. There I should be able to remove the first protective magics that cover the shard in secrecy. There I should find the vortex of blood and stand within it. Then using the shard should nullify that spell so I can see within it. Okay. Also könnte die den Schutzmagie entfernen von diesem Shard, von diesem Splitter. Und in den Vortex des Blutes kann er dann stehen und dann kann er den Shard benutzen, um die. Ja, was? Den Shard would nullify that spell. Dann würde den Zauber, der drauf liegt, der Schutzzauber wahrscheinlich irgendwie auflösen. Dann kann er sehen, was drin ist. Also eine Art von. Weiß ich nicht. Eine Art von. Clairvoyance oder sowas auf den. Auf den Splitter benutzen? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall spannend. Ja, mal gucken, was ich dann mit hier mache. So mit Folge 100. Oder ob ich da überhaupt irgendwas mache oder keine Ahnung. Ich bin da, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher, was man da machen könnte. Irgendwie Tapetenwechsel. Weil hiernach. Es war ganz nett jetzt hier mit dem komischen Ding, aber ich würde gerne mal die Welt angucken und vor allem, wenn ich mir die Karte mal anschaue. Ist die richtige Karte drin? Ja. Ich meine, hier, wir sind ja in diesem relativ zentralen Mangas Turm und den Scarabrae sind wir so lange gefangen. Da wäre es mal schön, wenn man da mal Nägel mit Köpfen machen könnte und sagen, wir schauen uns mal noch die verbleibenden Inseln an. Im Südosten zum Beispiel und alles Mögliche im Südwesten. Da sehe ich vier Inseln, auf die wir noch nicht waren. Ja, das fehlt noch. Das ist die falsche Dings gewesen. Jetzt wird sie da hell. Ja, sowas zum Beispiel. Würde da gerne mal wieder was von der Welt sehen. Das hier sind halt Dungeons, so im Kern. Und das ist jetzt, naja. Hat man jetzt, glaube ich, zwei, drei Stück gesehen. Und es macht ja auch Spaß eigentlich, aber vielleicht zur Abwechslung mal. Achso, vielleicht mal angreifen. Die Illiska. Oder den. Was ist das hier? Ach ne, Werwolf. Ungünstig. Hau ab. Naja, mach dich bloß weg. Was soll diese komische Magie wieder? Ogre-Magie. Maginet wird entfernt. Okay. Oh, was haben wir jetzt hier wieder? Genau, das ist hier ein Stäbchen. Stave of the Mage. Mit dem kann man. Guck mal, Lower. Lower Hit, Lower Defense. Nicht schlecht. Das ist nämlich ein hier Marksmanship. Also mit auf 10er Reichweite kann ich damit dann mit diesen komischen magischen Kristallen den Gegner beschießen. Ist ein Zweihänder. Ich weiß nicht so hundertprozentig, was da genau der Sinn dahinter ist, dass es das Ganze als kleines einhändiges Zepter gibt und dann nochmal als zweihändige Variante. Hab ich noch nicht so ganz begriffen. Achso, wir sind zu weit weg. Aber es ist bestimmt wichtig. Komm ich nur so mit. Ich meine, Greater Heal kann man mal machen. Ach, guck mal, hier speisen sie offensichtlich. Die ganzen Dämonen. Das ist schlecht. Haben wir schon gelernt. Die können teilweise richtig reinhauen hier, die komischen Feuerfallen. Und wir können nicht mehr, weil die Sachen nicht haben. Was ist das denn? Ach, da lacht er wieder so dumm. Ja. Wer zuletzt lacht? Ach, guck mal. Was bist du? Elder Vampire. Schlecht. Was soll das denn? Er schießt doch. Ach, ich hätte nicht als Ziel markiert, weil er sich wieder in was Neues verwandelt hat. Deswegen ging das nicht. Scheiße. Das ist natürlich nervig. Ja, ich habe immer noch meinen komischen Pflock dabei. Wooden, Mallet and Stake. Double click for information. Single click to use.
Views. Klack. Vampire Reward, 40 Gold. Klack, hat's gemacht. Ach, das hätte ich die ganze Zeit einsetzen müssen. Oh, ich bin so ein Idiot. Doppelklick. You found a wooden mallet and stake. Ja, 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 ja. When you feel you have acquired enough skill, mind. If you manage to slay a vampire, you can single click on this and use it to drive a stake into the heart of the creature. Verdammt. Doing this will give you credit for such kills. When you feel you have acquired enough kills to warrant a reward, take this to the priest in Britain and they will give you the gold you seek. If you are looking to become a priest yourself, then you will need some skill in healing and speaking with spirits, along with at least 2,500... Okay, once you've earned 1,000 gold with this mallet and stake... Ach, jetzt haben wir 40 gemacht, okay. Give it to the priest and they will lead you down a path of divinity. Oh, ist das irgendwie auf mich gebrandmarkt? Ja, mit dem Totenbeschwörer, mit dem Nekromanten, da möchte ich auf jeden Fall... Ja, da werde ich die Laufbahn auf jeden Fall des Totengräbers einschlagen. Habe ich schon beschlossen. Und wahrscheinlich auch werde ich mir einen Kompagnon bauen, und zwar aus Einzelteilen. Ja, man findet ja teilweise so Arme, aber das gibt's auch als Severed-Version. Also abgetrennte. Und daraus kann man sich dann einen basteln. Da braucht man auch ein frisches Gehirn und dann immer gib ihm, ne? Bin schon mal gespannt, wie das funktioniert. So, hat der eigentlich irgendwas? Ja klar, nekrotisches Leder. Was soll er sonst haben? Nekrose. Bäh. Ach, da kommt wer. Unnervt, ja, wie süß. Die gute... Die Phyllis. Ich will es nicht anders. Oh, Sif. So viele dumme Sprüche fallen dazu ein. Das ist ja Wahnsinn, was sie auch für Namen haben. Ach, jetzt raff ich das mal. Man kann hier Dämonen... Ja, ist okay. Kann hier also die... Nicht Dämonen? Ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Sondern die Vampire kann man hier schön in Geld umwandeln. Was passiert hier raus? Achso, das waren nur die Sternchen. Ah. Sternchen, die sie scheinen beseelt. Was ist? The Emerald Gate. The Emerald Gate, Fragezeichen. Perhaps a magical gate of green. If I speak the name of the ruby near it, I may be able to enter. Shit. Der Name des Rubins? Der Name des Rubins. Hier ist übrigens gar kein Tor, ich sehe keins. Wo habe ich die Information? Habe ich das überhaupt aufgeschrieben? Weiß ich das? Kenne ich die Information? Hier nicht. Die Emerald Gate. Wo ist denn hier? Smaragdtor. Vielleicht ein magisches Tor aus Grün? Hä? Den Namen... Emerald Gate. Ach, das da. The Emerald Gate need only to be told the ruby name. Okay. Ach so, das war so ein Rätselmund. Ja, jetzt raff ich es gerade. Ich war ein bisschen verwirrt. Für einen Moment. Aufgaben. Steht nicht dran, oder? Steht das hier? Steht das hier nicht? Okay, dann schreiben wir es uns auf. Emeralds, wie war das? Emerald Gate? Was ist denn hier schon wieder? Ja, alles vollgemüllt. Oh nee, neue Seite. Ganz neue Seiten aufziehen. Egal, schreiben wir es hier dazu. Also, Emerald Gate Ruby Name. Was genau ist das hier? Hä? Ist das denn hier viel gewinnt? Nee. Was ist das? Jagd, Tod? Ja, irgendwelche anderen Informationen von irgendwelchen anderen sogenannten Spielen, was weiß denn nicht. Okay, ja, die Information haben wir. So, böses Auge,
Es gibt böse ein paar aufs Auge. Tschüss, der Gazer-Korps. Das ist doch kein Gazer. Das ist der Name wahrscheinlich nicht umgeändert. Ei, 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 schlampig. Remove Trap. Jawohl. Oh, jetzt ist der Scheiß wieder zugeschnürt. Also wenn das nicht klappt, dann nehme ich meine Klamotten. You're unable. Ja. Ja, Glück gehabt. Ich will gerade schon das Buch, nicht das Buch holen. Runenbuch. Okay. Unser erstes Runenbuch. Jawohl. Runenbuch. Was ist das? Ach so, ist das hier geregelt. Runebooks are designed to help reduce the total number of carried runes and to assist rune libraries. General features. A runebook can hold a total of 16 locations. Ja, das ist ein Runebuch. Kann... Wieso hat es denn hier dann... Wieso 9? Sind das dann nicht 18? Achso, hier sind 2. Nee, verstehe ich nicht ganz. Sind es noch 18? Egal. Ja, 16 Runen kann man hier reinschmeißen offensichtlich. Und das sind die... Die wir hier schon haben. So wie Hausi oder auch irgendeine Stadt oder Faun oder was auch immer. Das ist viel zu viel Text. Und wie man es funktioniert, wie man es macht, ist wurscht. Und wie es geht, sollte eigentlich klar sein. Wir probieren es einfach mal. Mit Faun, dass mich. Aber ganz Faun sollte vielleicht was anderes sein, wie zum Beispiel Hausi. Schmeißen wir drauf. Okay, dann doppelklicken. Das ist das falsche Buch. Das ist das Buch. Klack. Hausi. The Land of Caesarea. Geil. Hausi? Ach so. Recall, yeah. Sacred Journey, Nature Passage, Mushroom Gateway, Demonic Fire, Black Gate, Astral... What? Vielleicht muss ich doch mal lesen, wie das funktioniert. Aber es ist jetzt... Das ist erstmal egal. Okay. So. Was haben wir hier noch? Kennen wir schon. Runenmagie. Ja, wie gesagt, das ist so ein... Das ist ein Sammelsurium. Da kann ich dann schön die ganzen Runen, die ich habe, sortieren. Dann fahren die nicht mehr rum. Dann sieht es ja nicht mehr aus wie bei Hempels unterm Sofa, sondern ich kann hier schön... Nee, so ist richtig. Kann ich hier schön auf einen Klick sehe ich dann direkt, aha, hier ist das, hier ist jenes und da müssen wir hin und dann können wir da einfach hin. Recallen mit Hilfe der Rune. Genau, oder beziehungsweise Zauberstäbchen müssen wir in die Hand nehmen. Passt schon. Gut. Ach, schon wieder so ein Elder Vampire. Sehr gut. Da können wir wieder 40 Mark gewinnen. Komm, zeig dich. Ja, ja. Nächste Version. Schon dood. Mitnehmen. Okay, jetzt muss ich den mal hier nach draußen packen, den Knüppel. Ja, ich weiß, wie es geht. Einmal klicken. Benutzen. Klack. 80. Oh, der war sogar noch besser. Oder wird es mal mehr? 40, 80, 160? Ich hoffe. Dann haben wir nämlich die 1000 oder was relativ schnell voll. Schlecht. So, wir sind auch relativ voll. Voller Gift, nämlich. Was bist du wieder? Ach, das ist ein Dickerchen. Ja, ja. Wie sieht eigentlich mit Pfeilen aus? 200? Ja, wir sind sparsam. Lass das mit dem Gift sein. Das fange ich mal an. Okay, die nehmen wir mit. Bolzen. Seltsames, pinkes irgendwas. Was ist das denn? Soll irgendwas wieder ent... Manchmal weiß ich nicht, wo er das hinschmeißt. Jetzt sehe ich es nämlich nicht mehr. Er hat es doch gerade auseinandergepackt. Oder können wir wieder nichts mitnehmen? Haufen Knochen. Ja, ja, das sehe ich auch. Das sehe ich auch so. Halt, wie sieht es mit der Regeneration aus? Hitpoint, Regen. Oh, 10. Ja, wir hatten mal 20. 20 und... Oder? Hatten wir 20? Oder mehr sogar? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, geht nichts Besseres als der Doppelschuss, ne? Dreifachschuss, doch. Doppelschuss. Fass mich nicht an. Ich könnte mir ja was einfangen. Schicker Hut. Bizarre. Aber nicht bizarr genug.
So, zweimal fallen. Ah, zu kompliziert. Ja, ja, ja. Aber wir haben ja zum Glück noch ein paar Klamotten. Too complicated. Na, warte. Zu kompliziert, aber nett für den Commander, sag ich mal. Plus 13, plus 13. Das war Lockpicking, ne? Jawohl. So, jetzt haben wir 100... Was haben wir? 65. Das muss ja wohl reichen. Too complicated. Was geht mit euch ab? Okay, das hier nehmen wir weg. Dann haben wir nochmal 5 drauf. Jetzt aber, komm. Jawohl. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Dann ziehen wir es wieder um. Jawohl, Sir. Was haben wir jetzt Werte von... Halt unten. 70, okay. Also man braucht hier mindestens 70%ige Werte. Das ist natürlich ein Wort. So, den Hut tauschen wir wieder aus. So, wir garantiert mehr Lock... Na! Schlösserknacken ist wichtiger. Remove Trap weg. Schlossknackung aktiviert. Ja, schon, ist schon praktisch. Da muss man sich immer so vom die Pixel vom Gesicht ziehen. Ah, geht's wieder los. Ein Kissen für den Herrn. Oh, da fällt mir ein, ich muss mal den Bäcker bestücken mit Eiern. Klingt komisch, ist aber so. Der Bäcker bietet keine frischen Eier an. Ja gut, ist wahrscheinlich auch so gedacht, ne? Wahrscheinlich soll es der Farmer haben. Oder der Müller. Die sollen beide mal schön ein Ei anbieten. Genau, und ich muss auch mal den, wie heißen die Viecher? Diese Animal Tamer oder sowas, da müssen wir auch mal ein bisschen was geben. So Futter halt, ein bisschen Heu. Wir sollen ein bisschen Heu haben, dann kann man das Heu wieder zu Mehl verarbeiten und so weiter. Hat jetzt hiermit so, super viel zu tun. Ach, verdammt. Gelinge. Oh, es knirscht und? Ja, hier nutzt die Haar. Nee, da befasse ich mich gar nicht. Wir sind zu schwer, weil ich gerade was aufgenommen habe. Komm. Das sind 500 Mark. Die bleiben hier. Wahrscheinlich findet man wieder irgendein... Sowas hier zum Beispiel bringt wieder irgendwie 300. Und das hier wahrscheinlich auch. Ja, wie gesagt, da machen wir gar nicht lang rum. Ja, aber das ist das halt, ne? Das ist das Schöne an diesem... An diesem Projekt, sage ich mal, oder an diesem Spielchen. Man kann hier sich alles nach seinem Gutdünken zusammenbauen. Sonst ist man ja auf einem Chart mehr oder weniger auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und ich habe ja schon mal Mortal Online angesprochen. Das ist ja nicht nur von korruptem Stab durchsetzt gewesen, sondern es war auch mehr oder weniger von der ganzen Art her das hier, aber in First Person. Also Ultima und so weiter, das war die große Hoffnung. Bis, wie gesagt, mit dem Stab da war. Und dann sind die Leute massenweise wieder von den Servern runter. Und es war Free-to-Play-Scheißdreck. Ich konnte irgendwie nur, weiß nicht, Stufe 20 oder so erreichen, als billiger, ich zahle kein Geld hierfür. Und das ist natürlich ein Todesurteil. Denn dann interessiert es mich halt auch überhaupt nicht, muss ich gestehen. Können wir auch mal Detect hin, weil hin und wieder gibt es doch mal die eine oder andere Falle, haben wir gesehen. Und für irgendwelche Fässer oder was, oder Truhen, stellen wir es da wieder aus. Ja, das ist klar, das spielt dann natürlich wieder keiner. Weil, wäre eigentlich eine super Idee gewesen, aber man, selbst sowas wie Schwimmen und sowas gibt es da ja als Fertigkeiten. Ich glaube, da unten ist dann Feierabend. Und wenn das dann auch irgendwie nur so bedingt funktioniert, weil man kein Geld gezahlt hat für das Ding, und natürlich schön wieder mit monatlicher wahrscheinlich Subskribierung, richtig geil. Komm, Doppelschuss, dann ist Ruhe. So, wo hab ich's denn jetzt hingeschmissen? Oder ist es wieder am Boden? Nee, was haben wir gerade gemacht? Laterne? Nee, das müssen wir noch mal, da müssen wir noch ran. Warum kennen wir das denn nicht? Wieso haben wir es denn eingepackt, aber kennen das nicht? So kenne ich mich ja gar nicht. Defense. Nee, komm. Tschüss. Tschüss. Irgendwas hat er gerade doch in den Rucksack geschmissen, oder spinn ich? Ich spinn langsam. Ach ja, der Kittel. Nachtsicht. Oh. Poison Resist wäre ganz nett. Was haben wir denn überhaupt für ein Höschen, sag ich mal, so ein Rock? Oh, Damage Increase und Glück. Okay. Das hier ist ja nur so ein 0815-Ding, ne?
oder? Hit Chance, Luck, Meditation. Joa, haben wir so. Haben wir mal mitgenommen, weil lag gerade rum. Was ist denn das? Ein Gemälde? In dieser Welt finden wir ein Gemälde. Man kann sogar durchgucken. Weiß ich nicht. Was glauben soll. So im Zentrum ist noch ein bisschen was. Achso, da ist auch eins. Jetzt sehe ich's. Jetzt, wo ich weiß, ich muss drauf achten. Ah, sehe ich sie überall. Gut, komm ran. Ja, 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 komm. Oh, wieder gelähmt. Was soll das denn? Also Paralyse, Reagenz, Resistenz gibt's auch nicht. Also Reagenz sowieso nicht. So, komm mal ran. Ja, ja, Falle. Viel Mann. Abo-Falle. Remove Trap 8. Oh, sehe ich da etwa ein Upgrade? Nee. Poison Resist. Sogar noch besser, ne? Int-Bonus, Mana-Regeneration. Ach Mann, warum kann es nicht besser sein? So kurz davor. Naja. Hickory. Naja, die ganzen Säulen sind hier voller Fallen. Ich sehe das schon. Oh, jetzt bin ich wieder voll, weil. Warum? 3, 6, 6, 5. So, bleibt hier. Wie, immer noch zu voll? Warum bin ich denn so voll? Ach, 114. Ah, jetzt wurde ich wieder verätzt. Oh. 120, minus 6, ja, okay. Ich kann gerade wieder nicht. Ja, dann kann ich das doch wieder mitnehmen. Glück, Glück, Glück. Ich kann auch komm, wieder einen Stärketrank. Ist kein Bock, mich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen. Wie, ich kann nicht laufen, weil wir immer nicht böse verzaubert. Boah. Der hat aber auch eine andere Vorstellung gehabt von seinem Tag. Hallo. Eins, zwei, drei. So schnell kann es gehen. Und schon bist du brei. Nee. Exquisite Robe. Klingt super, aber nehme ich natürlich nicht. Müllrobe nehme ich erst recht nicht. So. Isst den Vogel. Hm, seltsam. Was mag das sein? Ein? Curing, ja, ja. Vergift brauchen wir nicht. Dafür haben wir eine heilende Wirkung beim Anlegen von Bandagen. Ist das was? Nee. Das sind einfach nur irgendwelche Kisten. Komm, wenn wir schon da sind, der dicke Oger. Komm, stirb. Stirb, du Hund. Das ist so lustige Bälle immer. Oh, das sieht aber schön gülden aus. Was ist das denn? Vielleicht ist das unser neuer Rucksack, ja. Rüstung. Bronze des Sehers. Ah, ganz knapp, würde ich mal sagen. Wir haben dieses Insight, was wir ja auch mal verbessern konnten. Und es war in so einem lustigen, in so einem hohlen Baumstumpf. Was ist das denn? Ach ja, wir suchen ja. Was suchen wir genau? Wir suchen den Rubin. Und der Rubin sagt uns dann das Passwort für den. Für das Smaragd-Tor. Okay. Oh, die hauen echt rein. 50 Punkte. Mir direkt mal ins Gesicht geschlagen. Muss das sein? Ja, was ist das? Wird das was Gutes sein? Man weiß es nicht. Hm. Was ist das hier? Achso, Firepit. Deswegen leuchtet das so schön rot. Klar. Nicht vermint? Oh, das ist wieder so ein Menschen. Human Flash Satchel, ja, ja. Okay, Buch. Einfach nur ein Buch, okay. Aber dass er direkt immer seinen Namen drunter schreibt, das hat sowas wie früher, ne? In der Schulzeit. Ist auch lustig, wenn man. Oh, Lichtform, das sind, glaube ich, 75 Nekromantie braucht man dafür. Das ist ziemlich übel, das Zeug. Da hat man irgendwie mehr Resistenzen, bessere Resistenzen. Mana regeneriert wahnsinnig schnell, aber eben. Man ist so ein bisschen anfälliger. Körperlich. Gibt es auch so eine Bestienform. Da ist es dann eher, dass die Lebensenergie sich schnell regeneriert. Aber man ist halt. Ah ne, die Elementarresistenz ist beim. Geht ein bisschen hoch beim Licht. Bei diesem anderen? Bei der anderen Form? Keine Ahnung. Naja. Oh, sehr gut. Können wir wieder den Pflock auspacken gleich.
Und tschüss. Der Jesan. Ach, guck mal, keine zweite Form. Ich dachte, das sei die noch nicht mal seine final Form. 120, doch. 40, 80? Ach, insgesamt. Ach so. Ich dachte schon, das steigert sich jetzt. Oder ich finde immer bessere Leute. Sea Giant. Was ist denn ein Meeresriese? Ach, wie bei Risen, ne? Der Anfang. Ja, ja. Ist auch ein Riesenspiel. Summon, genau. Summon Creature. Wollte ich ja sowieso machen. Ich mache das jetzt mal spaßhalber wieder. Ich habe, glaube ich, noch eine Ladung drin. Oder irgendein Feuerelementar habe ich mir auch geholt. Vortex. Fire Elemental Summoning. Okay. Ja. Tun Sie es. Oh. Macht sogar Licht. Geil. Eine eigene Fackel. An alles haben sie gedacht. Das ist aber schon ein verrückter Hund. Der, wie ist er noch? Jet. Jester. Ich muss mit J oder so. Aha, das ist das Smaragdtor. Wir sind überladen. Macht mal ganz kurz weg. Aua. Wieso bin ich denn schon wieder überladen? Was ist denn jetzt los? 26. Info. Ne, das ist schon soweit korrekt. Komm, da schmeißen wir einfach wieder die. Na, oder die Direktschalte können wir wieder anschalten. Anwerfen. Aber nur für Geld. Lohnt sich das? Komm, wir machen einfach. Oh Mann, so viel ist nicht mehr drin. Wie jetzt? Achso, ja, ein Gegenstand ist wieder falsch. Passt schon. Was nehmen wir da raus? Keine Ahnung. Silber? Wieso sind denn hier Silbermünzen drin? Seid ihr dumm? Jetzt können wir es nämlich auch... Wie? Cannot hold more items. Ach, guck mal, es gibt gar keine... Ah, ich verstehe, verstehe. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Aber so muss man das hinbekommen. So. Das hier ist ganz, ganz wichtig. Silbermünzen. Die Kupfer lassen wir erstmal draußen. Okay, das können wir auf den Stapel schmeißen. Das ist dann kein neuer Gegenstand. Das ist super. Shit. Das wäre ein neuer Gegenstand. Okay, was können wir da machen? Wieso habe ich denn eine Keramik-Dings dabei? Ach, stimmt ja. Schweine schwer. Das muss leider mit. Das ist ein 20 Steinchen. Da muss das Instrument dran glauben. 5. Ne, das ist viel, viel schwerer als der Rest. Den Rest kann ich mir eigentlich... Ja, kann bleiben, oder? Halt, kann die... Wenn ich die schon habe, dann wird es aufeinander gestapelt. Habe ich natürlich... Natürlich nicht. Mein Gott, sieht's hier aus. Ich muss dringend mal wieder in die echte Welt. Jetzt habe ich es geschlossen. Na gut. Dann wollen wir mal. Was ist das jetzt? Ein Moongate. Komm ich auf die andere Seite damit? Oh oh, ein Ballrock. Jetzt muss ich mal ganz kurz meine 5 Sinne beieinander haben. Der Endgegnerkampf hier. Fingers slip. Finished applying, okay. Der Ballrock. Bitte ein Doppelschuss. Ballrock ist tot. Ach, so ein Dreckszauber ist hier. Mordana. So, voll Energie. Zeig dich, du Hund. Ja, sauber. War gut, dass ich den mitgenommen habe. Da ist ein bisschen was zumindest auch auf die anderen übergegangen. Ja, selber schuld. Okay. Dieses Mal dieses. Ein waschechter Ballrock. Ist ja quasi ein Ballron. Aber wahrscheinlich aus namensrechtlichen Gründen durfte das dann wahrscheinlich wieder nicht gemacht werden, ne? Ungünstig. Wenn es nicht schwer ist, ist es eh egal. Lustiger Hut.
Und wenn es der Dämon hat. Nee, ist trotzdem. Trotzdem nicht gut. Höllisches Material. Wir benutzen es. Hit Chance, wie viel? 12. Ah. Defense Chance, Hit Chance 2%. Nur wegen ein bisschen Lockpicking haben wir das eigentlich drin. Okay, das tausche ich mal tatsächlich aus. So, Lockpicking kommt zu Lockpicking. Können wir besser Schlösserknacking betreiben. Also, was ist hier? Oh, shit. Ja, das muss leider da bleiben. Da ist schon wieder so ein Ding. Och, nicht doch. Ich habe, glaube ich, echt ein bisschen viele langsam. Kann ich ja bald schon anfangen, hier irgendwelche Grand Castles einzurichten. Wenn ich das mitnehme, bin ich... Ja, dann bin ich so gut wie voll. Ich glaube nicht, dass ich das machen sollte. Paralysieren. Genau, Mage Eye. Das ist die Munition für so ein Zepter oder so ein Stab. Was ist denn hier los? Tja, ist auf jeden Fall einiges los. Die werden zumindest gestapelt. Oh, ist aber gar nicht mal so unschwer, die Sachen. Ja, gut, der Rest bleibt erstmal drin. So, was hast du anzubieten? Ah, unsere Bolzen. Die nehmen wir natürlich. Habe ich das umgestellt, dass er die Bolzen nicht mehr nimmt? Moment, bei Settings. Loot Options. Bows and Arrows. Arrows nicht, aber die Bolzen nehmen wir natürlich immer mit. So, Holdemite. Was ist sein Problem? Ach, du bist tot. Ja, okay. Das... Dafür habe ich natürlich Verständnis. Oh, wieder neue. Vielleicht noch bessere Ohrringe. Direkt mal rausfinden. Damage Increase 14. Hit Chance Increase 4. Hit Point Increase 12. Das gibt nur ein bisschen bessere Chance zu treffen. Hier hätten wir noch mehr Trefferpunkte. Ja, okay. Jetzt treffen wir doch wieder nicht mehr ganz so gut. Hit Chance ist noch bei 45. Aber passt. Passt schon. Dafür haben wir wieder den Schaden. Können wir ein bisschen austauschen. Und darum geht es mir hier eigentlich. Na. Okay, ich hoffe mal, da ist nicht auch noch so ein krasser Kampf, weil das wäre nämlich ungünstig. Also Balron und so ein anderer Zauber, das ist too complicated. Ich wünschte, ich hätte einfach nur so ein Säure-Ding. Ich könnte dann mit dem Säure draufschmeißen. Mit dem Säure, ja. Die Säure draufschmeißen und dann ist gut. So, Telekinese. Probieren. Ausgelöst. Und weg damit. Jetzt weiß ich zumindest, wenn ich zu schwer beladen bin, dann liegt es wahrscheinlich zu 99% an den Rollen, die ich da habe. Da muss man ein bisschen ausdünnen. Wie viel haben wir denn eigentlich von den Lockpicks? 15 Stück. Ich schmeiß die mal weg. So ein bisschen was am Ballast. Okay. Und? Wir können uns bewegen. Ja, wenn wir geschwächt werden, haben wir ein Problem. Jetzt mal auf der anderen Seite. Okay. Das war nur diese Wache im Zentrum. Ja, was kommt denn dann? Was kommt dann hier noch? Aua, lass das. Feuer? Ja, ja. Ja, ja. Ihr findet es auch doof, ne? Alter, was für eine komische Hose. Aber wir haben. Nee, wir haben unsere Superhose. Da können wir jetzt gar nicht mehr gucken. Ich meine, das war ein Geschenk. So, ist fein. Komm, du auch. Werden wir den hier ausräumen? Oder die hier, oder was auch immer? Naja. Brauchen wir nicht. Aber schick, ne? Diese schönen, dunkelroten Klamotten. Das hat schon was. Oh, oh. Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein komisches... Wie so ein Auge oder sowas, ne? Hier oben. Oder so eine Fledermaus. Eine böse Fledermaus. So, der ist weg. Schön. Einhorn. Was macht Einhorn nochmal? Alles Mögliche macht Einhorn, glaube ich. Seltsamer Gegenstand für die Rübe.
Was ist es genau? Mehr Schaden. Okay, tschüss. Narrenkappe, was macht sie? Sehr gut. Mehr Schaden. Und das ist Piratenhut des Allmächtigen. Nekromantie. Okay. Kommt mit. Wir wissen ja warum. Schicke Lampe macht nichts. Giftresistenz. Boah, das war gerade echt ziemlich unangenehm. Oje, 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 oje. Das ist das Markt. Das Markttor. Wir müssen den Namen nennen. Ruby. Shit. Also für das Markttor brauchen wir den Namen. Den Namen des Rubins. Geht es uns gar nicht? Nee. Ah, verdammt, wie heißt denn der Rubin? Oh, jetzt sind wir wieder im Rätseln. Sehr gut. Wo finden wir den Namen des Rubins? Das heißt, wir müssen hier einen Rätselbund finden. Oder finden wir den hier? Hallo? Ja, das ist mal clever, in so ein Pentagramm reinzutreten. Was soll schon schief gehen? Ja, keine Ahnung. Wir müssen einen... Ja, da müssen wir ein Dings finden. Führt kein Weg dran vorbei. Waren wir da unten schon? Ja, das ist die zweite Hälfte. Also oben rechts haben wir was erfahren von dem Smaragd-Tor und dem Namen, die wir da kennen müssen. Wahrscheinlich in der anderen Seite. Das hier, das sieht so. Also wir müssen den komischen Rätselmund finden. Ich nenne es einfach mal Rätselmund. Giant Spider. Das war ja nur ein Fall, ne? Ich glaube ja. Ach, oder ist auf der... Ach, jetzt sind sie alle hier. Neu Oh, Elder Vampire. Alter Latz. Ja, ja. So, jetzt kommst du. Mit dich haben wir Zeit. Sehr gut. Es gibt wieder Kohle. Nutzen. Glock. 160. Ja, ich lasse das mal liegen. Genau wie hier. Oh oh, er bewegt sich schon wieder komisch. 518 von 520, passt schon. Tja. Das heißt, jetzt spawnen die nach. Das ist aber schlecht. Und ist das jetzt in dem Bereich hier oder muss ich für die Information in einen anderen Bereich? Das ist natürlich jetzt auch wieder die Frage. Wo sind... Rätselmünder. Ach, verdammt. Aber die Info, die kam doch... Hat der uns den Namen gesagt? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal davon aus, dass er uns den Namen gesagt hat. Ich habe es irgendwie verrafft. Dann doch nochmal zu ihm. Wie heißt der... Also dem Smaragdturm müssen wir irgendwas sagen. Wie heißt der Rubin? Okay. Hier war das, genau. Schlecht. Bitte sagt mir den Namen. The Melky need only be told the Ruby's name. Perhaps a magical gate of green. If I speak the name of the Ruby near it, I may be able to enter it. Den Rubin-Namen, wir wissen den nicht, oder? The Melky found... Rusty Key, Mysterious Eye. Egg ist das ja ganz anderes Zeug, ne? Verdammt. The Emerald Key need only the be told the Ruby's name. Wie heißt der Rubin? Wie ist der Name des Rubins? Haben wir das irgendwo erfahren? Ich glaube nämlich nicht.
Nee, 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 nee. Den Unterlagen vielleicht. Jetzt habe ich den nicht parat. Moment. Nee, nee, nee. Ich habe keine Information darüber. Smaragdtor. Ach Gott, hoffentlich ist das nicht im anderen Bereich. Aber es muss ja da sein. Oder waren wir hier überall schon? Ja, ne? Hier waren wir überall schon. Wir müssen irgendwo den Rubin... Schlüssel... Quatsch. Den Rubin... befragen. Wo ist denn der Rubin? Ja, das ist eine Falle. Hast du gut erkannt? Tja. Ich würde sagen, ich suche mal rum. Bis gleich. So. Heute mal ganz was Neues. Der Turm. Was sehe ich denn da oben? Ich wollte eigentlich zu diesem komischen Teleporterraum. Ich dachte, der bringt mich vielleicht in diesen komischen was auch immer hin. Aber offenbar ist es hier. Okay. Den haben wir nicht gründlich durchsucht, weil es irgendwie nicht so spannend war. Ach Gottchen. Haben in der Stadt schon mal alles Mögliche verkauft. War schon in der Bank und so weiter. Alle möglichen Termine habe ich wahrgenommen. Das habe ich übersehen. Seems like an odd phrase. Perhaps I should remember the name that someone gave me to a ruby. Bloodstone. The ruby is something most would call the Bloodstone. Gleich aufschreiben, bevor ich das vergesse. Boah. Bloodstone. Ja, die komische, ich dachte, das sei irgendwie in der Kanalisation, aber da gibt's leider gab's dann nur den Mad God, hatte ich ganz vergessen. Auf der anderen Seite war auch nur Schrott, in jedem Bereich ein Rätselmund, dachte ich, hier hat man noch nie einen gefunden. Und das ja kurz vor dem nächsten Bereich, also muss das ja hier sein. Und ich hatte recht. Naja, bis gleich. Okay, da wären wir. Und wir haben das Passwort Bloodstone, genau. Ja, ich muss mir mal wieder durch die ganzen Gargoyles und die ganzen Vampire durchprügeln. Die waren leider alle wieder da. Aha. Oh, Lykantropenmagier. War zum Glück nur ein Lappen. Ja. Weiß Bescheid. Ja, wieder irgendwelche Zauberinchen. Okay. Das dürfte nicht so das Problem werden. Die Wachen sind auch ein Witz. Ja, wir haben mich auch ganz schön durch die Gasse geprügelt. Die sind nämlich alle hinter mir her gewesen. Irgendeine Wehrratte, dann so ein komischer Elder Dragon, dann noch irgendwelche Wachen von denen. Dann die Spinne, an der ich vorbeigerannt bin. Die haben mich dann noch festgetackert. Haben sie auf mich eingeprügelt. Äußerst unangenehm, wäre ich fast krepiert. Ja, und der komische... Dieser Balron oder Balrog hatte jetzt noch zwei nervige, von diesen komischen, diese Evil Eyes, hatte zwei so komische fliegende Augen bei sich. Auch unangenehm. Die haben aber zum Glück nur vergiftet, haben sonst nichts gemacht. Das hätte vielleicht nach hinten losgehen können, weil die können ja leider zaubern, die Mistviecher. So, komm mal ran. Okay, in der Zwischenzeit gucken wir uns das hier mal an. Protection brauchen wir nicht so wirklich, das ist unwichtig. Käse. Naja. Ja, aber ich nehme es mal mit. Wir haben hier Futternotstand. Vielleicht nochmal doppelt. Ja, meine Seele saugst du nicht aus. So. Im Grunde genommen ist das dann was gewesen. Einmal Taming Hit Chance Increase. Ja, komm. Wir, solange wir es noch tragen können, nehmen wir es mal mit. Das war dann der. Was war das? Oh, Forensik 11. Perfekt. Können wir wieder schön auf dem Friedhof, ne, und so uns ein bisschen austoben. Das wird hervorragend. Okay, jetzt das Haupttor. Das sieht immer so ein bisschen einladend aus. Der rote Teppich ausgerollt, aber bestimmt nicht für uns. Und ein Teleport. Okay. Ich bin gespannt. Und bereit, falls irgendwas Krasses kommt, sofort die Tränke zu schnabulieren. Was ist das denn?
Ach, das sind diese komischen Garth-Geschichten. Okay. Hier geht's gerade weiter. Okay. Ja, ist ja gut. Ach nee. Und es gibt natürlich wieder gute Sachen, an denen man einfach nicht vorbeigehen kann oder darf. Na gut, das ist mir Quatsch. Ach so, ein Wehrrädchen, oder? Ja, vielleicht. Wer hätte das gedacht? Ja, zum Glück nur Schrott. Schnell weiter. Ich möchte mal schnurstracks in dieses andere Gebiet da oben. Ja gut, dann verpasse ich wahrscheinlich wieder so ein Rätsel. Rätselmund. Ist das jetzt ein eigenes, das nächste riesige Dungeon? Und so ein Wachhäuschen jetzt hier unten. Ich möchte jetzt hier nicht einfach durchrennen. Das ist ja auch Quatsch. Oh, Riesenspinne. Daran vielleicht kann man schon mal vorbei. Guck mal, hier muss man sich durchprügeln. Ja, guck mal, den ganzen Raum. Und dann geht's oben rum weiter und dann. So ein Teleporter. Ach, da oben geht's dann wahrscheinlich eine Brücke. Geht's in den Norden? Ja, hier. Da geht's nach links. Das heißt, da muss man sich hier durchknüppeln. Verstehe. Gut, das heißt, da ist doch noch was zu tun. In diesem rätseligen Gebiet. Finde ich eigentlich super. Das Problem ist nur, ich habe da tatsächlich den einen Rätselmund habe ich liegen lassen. Das ist natürlich Gift fürs Weiterkommen, das ist klar. Aber zum Glück, ah, oh, geht's ja nicht was zu hinsetzen. Perfekt. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Dann schauen wir uns das nächste Dungeon an. Jetzt sind wir durch die komische Zuflucht. Diese, wie ist nochmal? Dreaded? Wir können mal gucken, wie die heißt. Hier kann man nicht, weil es alles eins ist. Mein Gott. Und das ist ja erst der komische. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind im komischen Kyrian-Bla gewesen. Dieser andere Typ in seinem Anwesen haben wir gemacht. Unten drunter auch alles. Dann sind wir in diesem Turm auch alles gemacht. Jetzt sind wir wieder unter dem. Also im Untergrund unter der komischen Taverne. Dann die Kanalisation. Von dort aus dann so ein Tor unterhalb in so einem komischen Dimensionsraum. Wahrscheinlich so das Zwischending. Und jetzt hier sind das diese komischen Garths-Minen, wo er sein Material holt. Wer auch immer Garth ist, keine Ahnung. Aber haben wir, aus den Informationen kennen wir das. Okay. Und dann fehlt da noch Mangas Turm. Genau, den komischen Kyriena, was auch immer. Wie heißt der? Kyrieleison? Nee. Kyleara, genau. Den haben wir ja auch gemacht. Ja. Den Turm haben wir auch. Und jetzt sind wir hier unten. Und dann fehlt noch der Turm. Also viel ist es nicht mehr, ne? Also ich denke mal, das kriegen wir dann auf jeden Fall noch vor Folge 100 fertig. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ich da mache. Oder ob wir einfach sagen, jetzt haben wir mehr und jetzt können wir es weiter ausbauen hier, machen da was oder gehen einfach mal dann in neue Gebiete. Das ist jedenfalls so mein Plan. Dass man sagt, man verlässt mal die bekannte Welt und benutzt mal das Portal und schaut sich mal einen komplett neuen Bereich an. Oder man macht mal Umbauwelt. Nee, komm, machen wir was Neues. Wie ist das? Lodor oder Lodoria oder sowas. Oder das Savage Empire. Da brauchen wir auf jeden Fall. Da bräuchten wir. Ach, stimmt. Da hieß es doch, mit dem Schiff in See stechen unter der Pyramide. Da waren wir auf so einer komischen Insel. Und da muss man dann ein Schiffchen mitbringen. Ja. Das heißt, müssen wir den Teppich fertig machen. 20.000 noch auf das Ding. Und dann ist der Teppich fertig. Der schwebende, beziehungsweise schwimmende, und dann kann man mit dem übers Wasser in den Savage Empires weitermachen. Oder sich das mal angucken. Ist das diese Isles of Dread, von denen ich schon gehört habe? Denn der, als ich mit dem GM mal eingeloggt war, da habe ich dir das gesehen. Bei dem Moongate hat man dann diese Teleporter-Möglichkeiten. Und dann ist diese Lodorias 1, irgendwas mit was anderem noch, und dann dieses Savage Empire, da wo man auch starten kann. Wo es dann wohl ziemlich zur Sache geht. Bin ich auch mal gespannt, was das so ist. Und da waren wir ja schon. Da sind wir über die Pyramiden durch das Stargate-TM sind wir dann durchgelaufen. In die andere Welt. Kam da aber nicht weiter, weil es eine Insel war. Da braucht man einen Teppich. Und mit dem Lodoria über den Lichtturm im Zentrum, also südlich dieses Mangar-Turms hier, oder südöstlich viel eher, da würden wir dann hinkommen nach. Naja, dieses komische Lodoria, schätze ich mal. Wir waren ja schon mal dort. Oder ist das auch alles Savage Empire? Wir wissen gar nicht, wie wir nach Lodoria kommen. Nee, ich glaube, das mit der Elfen- und Zwergenwelt, das haben wir auch schon.
Und Karten haben wir auch dazu. Also ich schätze mal, das machen wir dann wahrscheinlich dann mit der 100. Folge. Aber jetzt, wie gesagt, ist noch was zu tun, offenbar. Da werden wir noch ein, zwei Folgen wahrscheinlich hier zubringen dürfen. Und wenn Mangas Turm dann wieder ewig dauert, okay, dann, naja, kann man es mit der 100 von der Backe schmieren. Aber ist egal, dann geht es halt mit 101 sozusagen los oder 102 oder 5. Ist doch scheißegal. Auf jeden Fall beim nächsten Mal mehr von Ruins and Riches. Ich habe Pläne. Und ich hoffe, man ist das nächste Mal wieder dabei bei der nächsten Folge, die wie folgt heißt. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall super. Das weiß ich. Beim nächsten Mal mehr. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.